Ich habe das erste Mal was Gutes getan. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und sehr aufregenden Video für mich zumindest. Ich habe es lange angekündigt und jetzt ist es soweit. Es wird eine Mischung aus Sit Down With Me und einem kleinen Vlog. Ihr habt es die letzten Monate mittlerweile schon gut verfolgen können, dass ich eine Stammzellenspende hinter mir habe und ich habe den ganzen Weg dokumentiert, weil ich der Meinung bin, dass es ein so, so wichtiges Thema ist und viel zu wenig drüber gesprochen wird und ich möchte euch gerne teilhaben lassen an meinem Weg. Ich möchte die Angst hinter dem Thema Stammzellenspende nehmen können oder es zumindest probieren und ich möchte mit euch einfach raw über meine Emotionen und mich reden. Es wird an einigen Stellen ein bisschen emotional. Es wird vielleicht auch ein bisschen anders, als ihr es vielleicht von mir kennt, weil ich ja immer sehr, ich bin gut gelaunt und ich zeige euch immer schöne Dinge aus dem Leben. Aber das Leben ist nicht immer schön. Und vor allen Dingen gibt es Leute auf der Welt, denen es nicht gut geht. Und ich möchte euch so ein bisschen an der Reise teilhaben lassen. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach direkt mit dem Video. Ganz kurz, bevor wir loslegen, dieses Video entsteht nicht in finanzieller Zusammenarbeit oder Unterstützung durch die DKMS. Es wäre absurd und ich fand es auch sehr, sehr übergriffig, dass das mir zwischendurch vorgeworfen wurde. Aber ich glaube, ihr werdet im Laufe des Videos sehen, wie wichtig mir das ist. Und ich hatte es einmal gesagt, ich habe immer irgendwie etwas gesucht für mich und mein Output nach außen, was größer ist als Make-up und Akzeptanz. Und ich glaube, dass ich das mit diesem Video habe und das möchte ich gerne nutzen. Mir ist es wichtig, meine Plattform für gute Dinge zu nutzen. Und wenn es nur ein Leben gerettet hat und vielleicht durch euch noch ein weiteres Leben gerettet werden kann, dann waren die letzten Jahre, wir haben 2023, die letzten Jahre war es das wert. Und deswegen möchte ich euch gerne auf dem Weg mitnehmen. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin Maxim, ich bin Content Creator. Ende Februar habe ich einen Brief bekommen und einen Anruf und eine E-Mail von der DKMS. Das ist die Deutsche Knochenmarkspende. Und sie haben gesagt, hey, du hast dich bei uns angemeldet und eventuell kämst du als Stammzellenspender in Frage. Und ich habe diese E-Mail gesehen. Ich hatte eine Weiterleitung von meiner Jugend-E-Mail auf meine jetzige E-Mail eingerichtet. Und zwischendurch rief die DKMS auch bei meiner Mama auf dem Festnetz an, wo ich damals noch gewohnt habe. Ich habe mich vor vielen Jahren dort angemeldet und ich konnte mich auch ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Da denkst du ja auch irgendwie nicht jeden Tag dran. Und dann kam dieser Anruf und ich wurde gefragt, ob ich prinzipiell überhaupt noch Interesse habe. Und ich war erstmal so, ja klar. Und dann sagt, okay, wir schicken Ihnen alle Informationen zu. Das dauert jetzt noch ein bisschen, aber nur, dass Sie einmal schon mal gehört haben, Sie kommen potenziell als Spender in Frage. Und dann war das Telefonat vorbei und dann habe ich erstmal verstanden, was gerade passiert. Noch nicht ganz, aber ich wusste, okay, die DKMS, es gibt jemanden, der eventuell gerade Hilfe braucht. Und da war mir das erste Mal so bewusst, okay, jetzt passiert gerade was, womit ich, auf das ich nicht vorbereitet war. Weil du denkst ja nicht jeden Tag daran, oh, wann ruft denn die DKMS endlich an? Das war auf einmal aus heiterem Himmel. Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht damit gerechnet. Natürlich, ich habe nie damit gerechnet. Und sie hat mir dann alle Informationen gegeben. Und ich habe gleich gesagt, nein. Ich habe Angst vor einer Knochenmarkstransplantation. Ganz, ganz wichtig. Kleine Information. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Stammzellenspende. Einmal die durch Knochenmark und die periphere. Das ist das, was über die Blutbahn stattfindet. In, ich glaube, über 80% der Fälle ist es mittlerweile nur noch die periphere, also die über die Blutbahn, wo keine OP, kein stationärer Aufenthalt nötig ist. Da hat sie mir auch gleich die Angst genommen. Und ich muss dazu sagen, sie war so nett. Und sie war so einfühlsam bei dem Gespräch. Und dann hat sie gesagt, okay, wir schicken Ihnen jetzt was zu. Das ist so ein kleines Kit. Sie müssten dann bitte einmal zu Ihrem Hausarzt gehen. Und
Blut abnehmen, damit wir einfach nochmal gucken können, ob es passt. Durch diesen Wattestäbchenabstrich wird erstmal nur so eine grobe Einschätzung gegeben und dann muss genau geguckt werden, passt das zusammen. Und da startet der Vlog. So, die Blutabnahme ist erfolgt. Ich suche jetzt tatsächlich hier in der Nähe eine Postfiliale. Du kannst das zwar in den Briefkasten packen, aber hier steht drauf, Aufbewahrung zwischen 15 und 30 Grad. Das ist sie leider nicht. Deswegen suche ich jetzt eine Postfiliale. Die waren super, super nett und ich habe mich richtig wohl gefühlt gerade, weil ich das Gefühl hatte, ich mache denen gerade mehr Arbeit, aber sie wissen, wofür es ist und sie tun auch was Gutes. Kleines Update. Ich habe das kleine Päckchen jetzt abgegeben und jetzt heißt es tatsächlich einfach warten und hoffen, dass es klappt. Ich hatte vor 15 Jahren, vor 10, 15 Jahren diesen Test gemacht und mit diesem Bluttest wird jetzt geschaut, ob es wirklich zusammenpasst. Da gibt es dann nochmal andere Faktoren. Ja, wenn ihr wollt, nehme ich euch so ein bisschen bei dem Prozess mit. Weil ich glaube, dass das, also ich habe das immer nie verstanden, wie das funktioniert. Und jetzt bin ich halt selber Teil davon. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr mich da gerne begleiten. Ja, die erste Blutabnahme war für mich so ein bisschen, ich glaube, das war für mich das Aufregendste, weil ich bis zu dem Zeitpunkt immer nicht Angst vorm Blutabnehmen hatte, aber Respekt. Ich mochte, das ist kein schönes Gefühl gewesen für mich. Und als ich dann dort war, ich habe eine ganz, ganz tolle Praxis hier bei mir auf dem Land gefunden, die gesagt hat, hey, unser Arzt unterstützt das auch und gar kein Problem, kommen Sie einfach vorbei. Und ich durfte sofort ran und habe dann das Blutkit auch gleich weitergeschickt. Das geht dann zurück ins Labor. Und dann habe ich ein paar Tage später den Anruf bekommen, dass es leider an der Menge nicht gereicht hat und ich musste das Prozedere noch ein paar Mal wiederholen, weil dann es war einfach nicht so einfach mit meinen Venen. Es kam nicht genug Blut raus und ich dachte schon, okay, jetzt verbockst du es gerade. Und da war ich ehrlich gesagt sehr emotional und das sind auch einige Wochen vergangen. Also ich glaube, es waren 4 Wochen, an denen ich gewartet habe und zum Blutabnehmen neues Kit wieder zurück und dann bis das Labor das ausgewertet hat. Und dann habe ich irgendwann den Anruf bekommen, hey, alles gut, das Blut hat ausgereicht, jetzt können wir gerne weitermachen, wenn Sie dazu bereit sind. Und ich wurde immer wieder gefragt, sind Sie dazu bereit? Möchten Sie das tun? Haben Sie Fragen? Ich wurde zwischendurch kontaktiert, hi, wir wollten nochmal fragen, wie es Ihnen geht, haben Sie irgendwelche Fragen, irgendwelche Bedenken? Und es kam mir schon fast so un. Es war. Ich kannte das nicht. Wenn ich zum Arzt gehe, ist es oft so, dass man irgendwie, ja, es ist immer viel schlechte Laune, man hat immer irgendwie Angst. Und neulich hatte ich das auch. Ich war beim Hautarzt und hatte das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht gewünscht war, dass ich da war. Aber in der Situation, als ich gesagt habe, hey, ich kann eventuell Stammzellenspender werden, es waren alle super nett zu mir und haben sich alle um mich gekümmert und auch die DKMS. Und das fand ich für mich sehr, sehr unterstützend. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht bei mir im Kopf. Und ich habe die Information bekommen, dass ich kompatibel bin. Also, dass es wirklich, wirklich passt. Hi. Es sind mittlerweile einige Wochen vergangen seit der Information, dass das in Frage kommt. Und ich habe eben gerade die E-Mail bekommen, dass es klappt. Und ich weiß gar nicht, dass von meinem Gesundheitszustand und der Kompatibilität alles passt. Und ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt so emotional bin, weil es hat sich seit den Versch ich musste, weil es halt von unserer Seite, meiner Seite, von der Seite meiner Venen nicht geklappt hat, ein paar Mal mehr Blut spenden oder Blut abgeben zur Untersuchung. Und es hat sich über ein paar Wochen gezogen und in meinem Kopf war dann halt immer so, okay, du vermasselst es gerade und der Spender oder die Spenderin wartet jeden Tag darauf, dass du es endlich gebacken kriegst. Und jetzt hat es geklappt und es muss natürlich geschaut werden, ob das auch alles wirklich kompatibel ist. Und jetzt habe ich gestern Post bekommen vom Labor, dass ich gesund bin. Und eben kam dann auch die E-Mail, dass das wirklich passt, dass es ein Match ist.
Und jetzt fängt mein Gehirn langsam an, das zu verarbeiten. Und ich finde, das ist so spannend, weil ich habe mir da nie wirklich drüber Gedanken gemacht, was das eigentlich heißt. Es ist, ich habe es schon mal erzählt, glaube ich. Ich habe das Video über 4 Wochen jetzt aufgebaut. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass es jemals passiert, dass ich kontaktiert werde, oder ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht mehr, dass ich da registriert war. Und in den letzten 4 Wochen, 5 Wochen ist es her, hat sich halt bei mir im Kopf ganz viel geändert. Und dass ich so diese übertriebene Dankbarkeit, das klingt total ganz komisch, diese Dankbarkeit empfinde, dass ich das machen darf. Und das berührt mich irgendwie. Ich bin sehr dankbar, dass mir die Chance gegeben wird, was Gutes zu tun. Und ich weiß nicht, ob das so ein innerliches Ding ist, dass ich sage, okay, ich bin der Welt irgendwie was schuldig, aber für mich ist das die Möglichkeit, was zurückzugeben, was wichtig ist, was Elementares, was Veränderndes. Und ich habe doch nie in dem Video geweint. Bin ich sehr, sehr berührt. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Es kann passieren, dass das jetzt alles sehr, 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 sehr schnell geht, oder es dauert auch noch. Und jetzt ist aber auch so ein kleiner Druck bei mir da, dass ich sage, okay, ich muss jetzt ganz gesund essen und ganz viel trinken und ganz doll auf mich achten, dass ich nicht krank werde, dass ich keinen Unfall habe, dass es mir wirklich gut geht, weil jetzt ist meine Zeit, das anzugehen und umzusetzen. Und ich glaube, man sieht nicht, dass ich mich freue, aber ich freue mich wirklich. Ich hoffe für sie oder ihn, dass es wirklich klappt. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, wenn ich in der Situation wäre. Und das war Mitte März, und ich glaube, ihr habt gesehen, dass das für mich der Moment war, wo es bei mir im Kopf einfach Klick gemacht hat und ich verstanden habe, was jetzt eigentlich passiert. Ich hatte mich in der Zwischenzeit natürlich mit dem Krankheitsbild auseinandergesetzt. Es gibt natürlich verschiedene Krankheitsbilder und auch verschiedene Möglichkeiten. Hab mir Videos angeschaut von anderen Leuten, die ihren Erfahrungsbericht geteilt haben im Internet. Da habe ich erstmal verstanden, wie groß diese Aufgabe eigentlich scheint. Und ich glaube, ihr habt dann meiner Emotion gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals im Internet zeige, wie ich weine, weil das ist einfach nicht meins. Aber mir ist es wichtig, dass ihr den kompletten Weg seht, wie es mir ging dabei. Und da habe ich das erste Mal nicht Druck im negativen Sinne empfunden, sondern Druck im Sinne von: Jetzt kommt's auf dich an, Maxim. Jetzt musst du dich um dich kümmern. Ess gesund, ernähr dich gesund, trink viel Wasser, pass auf dich auf. Und ich finde, man vergisst im Alltag immer so ein bisschen, dass man auch eine Verantwortung gegen sich se oder für sich selbst hat. Und in dieser Zeit habe ich diese Verantwortung sehr, sehr bewusst gespürt. Und im Alltag, oder wenn man vielleicht Kinder oder Familie hat, man ist immer für jemand anderen irgendwie da. Aber das war die erste Zeit, an die ich mich erinnern kann, dass ich gesagt habe, okay, jetzt musst du auf dich aufpassen, damit du jemand anderem helfen kannst. Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, ob es klappt, ne? Das war für mich nicht klar, aber ich hatte den Ansporn, einfach zu wissen, okay, da ist jemand, der das braucht. Und so wie ich es verstanden habe, wusste die Person das auch noch nicht, dass es einen Spender gibt. Ich wusste auch nicht, wer diese Person ist und wo sie lebt und wie alt sie ist. Denn bevor die Person diese Information bekommt, muss ganz klar geregelt sein, dass es passt. Also ging es für mich zur ersten Voruntersuchung in eine andere Stadt. Guten Abend.
Ich dachte, bevor die Sonne untergeht, melde ich mich nochmal bei euch, ihr süßen Mäuse. Ich bin angekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch im letzten Teil erzählt habe. Das Problem für mich mit diesem Video ist, dass sich das halt über ein paar Tage und Wochen so ein bisschen gestreckt hat. Aber ich bin Tatsache heute gekommen. Morgen ist der Tag, an dem es, ich glaube, für mich persönlich dann auch wirklich richtig losgeht. Ich habe morgen mein letztes Gespräch, meine finale Voruntersuchung, habe vorab schon ganz, ganz viele Informationen bekommen und Broschüren und Fragebögen, die ich ausgefüllt habe zu Hause. Die habe ich natürlich auch alle mitgenommen und bin jetzt hier. Vorher muss ich einmal hierher, einmal nochmal, um die Leute kennenzulernen, dass sie mich kennenlernen, noch einmal alles durchchecken, ob das alles passt. Ich muss dazu sagen, jetzt sind knapp 2 Monate vergangen, 2 Monate, seitdem ich den Anruf bekommen habe. Und zwischendurch gab es keinen einzigen Tag, wo ich halt nicht dran gedacht habe. Das war ganz verrückt. Der letzte Teil war ein sehr emotionaler Teil für mich, weil dort wirklich die Informationen gekommen sind, dass es jetzt losgeht. Und jetzt geht es wirklich los. Und ich habe mich ganz, ganz viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe sehr, sehr viele Videos geschaut. Ich habe sehr viel darüber gelesen. Und ich muss auch dazu sagen, am Anfang habe ich gesagt, ich würde es nicht tun, also keine Knochenmarksentnahme, also keine Entnahme mit einer OP. Es gibt ja diese 2 verschiedenen Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht warum. Es gab, glaube ich, keinen logischen Grund dafür. So ein bisschen Angst vor der OP und habe auch immer noch Respekt davor. Aber ich habe mir in den letzten Wochen darüber Gedanken gemacht. Ich hatte sogar auf dem Fragebogen erst Nein angekreuzt. Und dann habe ich durchgestrichen und habe dann 2 Wochen später nochmal Ja angekreuzt, weil ich mir gedacht habe, ey, wenn es soweit ist und dass der Notfall eintritt, dass das gemacht werden muss, die Chance ist ja wirklich sehr gering. Und du hast Nein gesagt, das wäre doof. Wegen eines unlogischen Grundes für mich zumindest. Deswegen habe ich gesagt, ja, morgen ist der Tag. Ich bin hier in einem ganz, ganz tollen Hotel und sie sind super, super nett alle. Ich habe sogar einen ganz lieben Brief hier vom Hotelinhaber bekommen, der hier auf dem Zimmer bereit lag, der sich dafür bedankt hat. Und ich möchte gar nicht, dass jemand mir dafür dankt, weil für mich, ich habe es schon mal gesagt, ist das eine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich das überhaupt mache. Ich meine, ich habe mich damals angemeldet. Natürlich nicht mit dem Gedanken, dass es jemals passiert, aber ich habe mich damals angemeldet und gedacht, ja klar, warum nicht? So, und jetzt ist halt der Fall eingetreten und ich habe das auf Instagram geteilt mit euch und ich habe so viele Nachrichten bekommen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viele Leute jemanden kennen, die entweder selbst Empfänger oder Empfängerin waren, die Leute in der Familie haben, ihre eigenen Kinder, ihren Vater, ihre Mutter. Ganz, ganz viele Leute, die den Weg kennen, aber irgendwie auch nicht. Und deswegen hat mich das so ein bisschen bestärkt, dieses Video einfach zu machen. Es ist absolut gar nicht der Content, den ich normalerweise auf meinem Kanal habe. Aber ich habe immer etwas gesucht mit einem Mehrwert auf meinem Kanal. Klar ist der Mehrwert da, wenn ich euch helfe, irgendwie die richtige Foundation zu finden oder eine gute Lidschattenpalette. Aber das ist nicht der Mehrwert, den ich wollte. Und ich glaube, dieses Video ist für mich persönlich auch, dass ich sagen kann, okay, in 20 Jahren, vielleicht schaue ich mir das Video und denke, ey, ja krass, so war das für dich. Und vielleicht kann ich auch so ein paar Ängste nehmen. Bin sehr gespannt, wie es morgen wird. Sobald ich aus dem Termin raus bin, gebe ich euch natürlich ein Update. Aber der Ernst, oder jetzt wird's ernst. Während dieser Untersuchung wurden Blutabnahmen gemacht. Ich wurde mit Ultraschall kontrolliert, ob meine Milz und meine Organe vernünftig sind. Ich wurde aufgeklärt über das weitere Prozedere. Also das Ganze dort hat, ich glaube, 3 Stunden gedauert. Aber auch hier, alle waren, ich glaube, man kann das nicht nachvollziehen, wenn man nicht selber dort gewesen ist, wie aufgehoben man sich gefühlt hat. Immer wenn ich irgendwie beim Arzt war oder im Krankenhaus war, dieses Gefälle zwischen Arzt und dir nochmal ein anderes. Aber hier war es ganz, ganz anders, sondern es war auf einer Augenhöhe und ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und ich hatte keine Angst mehr, sondern ich war einfach
total motiviert, weil ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich wusste, was kommt jetzt auf mich zu und ich mich darauf auch vorbereitet habe. Spoiler-Alarm, ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt, als es überhaupt war. Und rückblickend, ich würde es sofort wieder tun. Ich bin dann nach Hause gefahren und auch dann musste ich noch einen Moment warten, bis die Laborwerte alle gemacht sind. Habe ich Infektionskrankheiten, die ich vielleicht selber nicht kenne? Gibt es irgendwelche körperlichen Symptome, die mir nicht bewusst sind? Und bin ich körperlich in der Verfassung, das zu tun? Es gibt natürlich Grenzbereiche zwischen 18 und 55, da falle ich mit rein. Du darfst aber auch bestimmte Vorerkrankungen nicht haben. Und manchmal weißt du ja auch gar nicht, dass du vielleicht irgendwas hast oder irgendwann mal was da ist. Dass es passt, genetisch zumindest, dass wir genetisch identisch sind, das wusste ich, die Person und ich. Aber ich wusste nicht, ob mein Körper dafür gemacht ist, das Prozedere auf sich zu nehmen. Ich habe auch dort schon die Medikamente mitbekommen, denn jetzt wird es ein bisschen medizinisch. Dadurch, dass es nicht die Transplantation aus dem Knochenmark, also die OP war, sondern durch die periphere Stammzellen entnahm, das heißt aus der Blutlaufbahn, muss der Körper diese Stammzellen in die Blutlaufbahn freigeben und mehr produzieren. Dafür musst du ein Medikament spritzen. Das wusste ich. Ich hatte vorher mir, glaube ich, einmal in meinem Leben selbst eine Spritze gegeben, aber ich habe das auch nicht als schlimm empfunden, weil es ist nicht aus dem Horrorfilm. Ne? Es sind ganz, ganz kleine Spritzen. Und ich wusste, dass das auf mich zukommt. Das war für mich völlig in Ordnung. Ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen drauf gefreut, ist der falsche Begriff, glaube ich, dafür, weil es war diese Motivation, da ich wusste, jetzt geht es los. Ich meine, wir reden hier über April schon. Und es sind mehrere Monate schon vergangen. Und es schwirrte die ganze Zeit so um mich herum. Und ich habe viel an den Patienten oder die Patientin gedacht und habe mir überlegt, hey, wer könnte das sein? Ist es vielleicht ein kleines Kind, was noch gar nicht weiß, was da gerade mit ihm passiert? Und in 20 Jahren lebt dieses Kind noch? Oder ist es vielleicht schon jemand, der ein bisschen älter ist und noch für seine Familie da sein möchte? Oder wer könnte das sein? Und dieser Gedanke daran, zu wissen, da ist jemand, wenn ich jetzt nicht passe, ich jetzt nicht da wäre, dann würde die andere Person vermutlich sterben. Und ich glaube, wenn ich glaube, als Mensch sucht man immer so ein bisschen die, warum bin ich eigentlich da? Also was ist der Sinn des Lebens? Oder warum der Sinn meines Lebens? Nicht im negativen Sinne, sondern einfach so, okay, ich bin halt jetzt auf der Welt und ich kann jetzt halt mit meinem Leben irgendwie machen, was ich will, aber gibt es irgendwie einen tieferen Sinn? Und den, weiß nicht, ob man den immer sucht, aber der ist ja immer irgendwie präsent. Oder auch nicht präsent. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich bin ein bisschen. Und dann kriegst du diesen Sinn. Und das war für mich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Vermutlich sehr egoistisch, dass ich gesagt habe, okay, ich bin ja nichts Besonderes. Aber ich bin in dem Fall genau der Richtige gewesen. Und das hat mich sehr, 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 sehr motiviert, das zu machen. Ich habe die Medikamente auch gleich mitbekommen und habe dann noch gewartet, ob die Laborwerte passen, habe dann das per Post bekommen und auch einen Spritzenplan, heißt das. Also steht dann drauf, um wie viel Uhr du welche Spritze nehmen musst. Ich musste, weil ich, man mag es kaum glauben, ich bin über 70 Kilo, musste ich dann morgens zwei Spritzen und nicht nur eine und abends eine andere Dosis. Es wurde mir aber alles aufgelistet und es wurde mir auch alles erklärt und ich habe ein Video bekommen und ich habe alles bekommen. Ich hätte rund um die Uhr jemanden anrufen können, der am Nottelefon, und selbst wenn ich nachts um 3 aufgewacht wäre und gesagt hätte, hey, ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann wäre jemand rangegangen und hätte mir geholfen. Also das wusste ich schon immer. Ich wusste immer, egal was ich jetzt durchmache, es ist jemand da, der mich unterstützen kann. Und in dem Moment, wo ich anfange, dieses Spritzen zu nehmen, wird die andere Person, soweit ich es verstanden habe, auch darüber informiert, denn die andere Person muss auch behandelt werden. Ihr müsst euch vorstellen, die Person ist schwer krank, vielleicht Leukämie, und es geht ihr sehr, sehr schlecht. Chemotherapie hat nicht geholfen. Viele
verschiedene Methoden haben nicht mehr geholfen und diese Stammzellenspende ist im Prinzip die letzte Möglichkeit für diese Person. Und wenn wir sind zwar genetisch gleich, aber trotzdem hat die andere Person auch noch ein Immunsystem. Und damit das andere Immunsystem der Patientin nicht reagiert auf meine Stammzellen, muss ihr oder sein Immunsystem komplett runtergefahren werden. Mir wurde es so erklärt, und das war für mich auch sehr verständlich, wenn du ein Problem mit deinem Computer hast, machst du ihn platt und du spielst eine neue Software auf. In dem Fall meine Software. Und was ich ganz schön fand zu wissen, ist, selbst wenn die andere Person eine andere Blutgruppe hatte als ich, nach der Spende baut ihr Immunsystem, kopiert ihr Immunsystem mein Blut und meine Blutgruppe und die andere Person hat sogar meine eigene Blutgruppe. Wir haben dasselbe Blut. Ich habe jetzt einen Zwilling, einen Blutszwilling. Und dann begann die Zeit mit den Spritzen und während dieser Zeit wusste ich, okay, mir kann ich kann grippeähnliche Symptome bekommen, ich kann Schmerzen bekommen, komme ich gleich zu. Aber, und das war für mich, ich glaube, das war für mich das Schlimmste an der ganzen Sache, nicht das Spritzen, sondern während dieser Spritzen wusste ich, wie schlecht es der anderen Person gerade geht. Ich kannte diese Person nicht. Ich werde die Person vielleicht auch niemals in meinem Leben kennen, aber ich hatte diese Verbindung schon zu dieser Person. Ich wusste, ihm oder ihr geht es jetzt schlecht. Sehr, 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 sehr schlecht. Und sie wird isoliert. Sie darf niemanden mehr sehen. Es ist jeder kleine Infekt. Alles kann dieser Person jetzt gerade das Leben kosten. Und selbst wenn mir etwas jetzt passiert, kann es sein, dass es diese Person nicht überlebt. Und ich wusste, ich habe jeden Tag an diese Person gedacht und ich bin nicht gläubig, aber ich habe für die Person gebetet und ich wusste einfach, okay, dir geht's jetzt richtig, richtig schlecht, ich ziehe das jetzt für uns durch. Es ist Freitag, wir starten mit der ersten Spritze. Ich habe hinter euch ist die Spritzanleitung, die ich bekommen habe. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Tupfer, desinfizieren der Kappe. Entfernen Sie als nächstes die Schutzkappe der Spritze und setzen Sie die gelbe Kanüle auf die Spritze auf. Die gelbe ist die größere der beiden Kanülen und wird zum Aufziehen des Medikaments benutzt. Stecken Sie die Spritze mit der gelben Kanüle senkrecht in die Ampulle und drücken Sie das gesamte... Kurz auflösen das Pulver, man darf es nicht schütteln. Ich bereite in der Zwischenzeit auch schon die zweite Spritze vor. Ich muss ja zwei verschiedene nehmen, also zweimal das gleiche, nur anders dosiert. Vor sich und klopfen ein wenig dagegen, damit eventuelle Luftbläschen nach oben steigen können. Drücken Sie dann die Luft langsam vollständig. Es ist mittlerweile ein paar Minuten später nach der ersten Spritze. Ich habe sie gut vertragen. Ich war kurz, bevor ich die Spritze gesetzt habe, ganz kurz aufgeregt, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder so. Aber alles gut. Ich zeige euch einmal kurz, wie es aussieht. Hier, ich muss ja zwei verschiedene nehmen, einmal 34 und 13, weil ich über 70 Kilo bin. Dann ist es ein bisschen mehr. Aber völlig in Ordnung. Es gab online eine Spritzanleitung auf YouTube. Die habe ich mir natürlich angeschaut dabei, parallel auch nochmal, einfach um nochmal ganz genau Schritt für Schritt alles richtig zu machen. Ich werde das Ganze jetzt hier aufräumen, ein bisschen ruhig. Den Tag ruhig angehen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und für dich durch. Und dann ging es für mich bald zurück in die andere Stadt zur Entnahme. Und ich muss sagen, mit den Spritzen, es ging 5 Tage, Gott sei Dank übers Wochenende. Ich war einfach sehr müde und sehr schwach und mir tat ein bisschen die Beine weh. Es ist so, wie als wärst du erkältet oder hättest irgendwie eine Grippe, aber ohne Fieber oder so, sondern wirklich einfach nur jeder Knochen in deinem Körper produziert jetzt diese Stammzellen und das merkst du. Und ich fand das eigentlich ganz schön zu wissen, dass mein Körper gerade so hart arbeitet und gerade das produziert. Weil ich habe nichts aus meinem Körper erschaffen, aber ich wusste, mein Körper erschafft jetzt gerade etwas Wichtiges und das merkst du. Und das war für mich aber auch in Ordnung, selbst wenn es schlimm gewesen wäre und du angestellt wärst, hättest du dich krank schreiben können. Du wurdest auch übrigens für das erste Treffen mit der DKMS zur Voruntersuchung krank geschrieben. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Und dann ging es zur Entnahme und da war ich schon sehr aufgeregt.
Hallo, ein paar Tage später. Ich bin mittlerweile angekommen und morgen ist der Tag der Stammzellenspende. Fahrt war gut. Mir geht es heute auch wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es die Aufregung war, die alles so ein bisschen vergessen hat. Ich hatte gestern so ein bisschen Schmerzen im Becken und in den Oberschenkeln. Aber also, ich habe es, glaube ich, gestern oder vorgestern schon gesagt, ich bin natürlich auch eine kleine Mimose. Aber es war überhaupt nicht schlimm. Heute bin ich aufgewacht und mir ging es richtig, richtig gut. Ich war froh, dass es morgen geschafft ist, weil der Druck, den ich mir selbst, glaube ich, gemacht habe, dann abfallen wird, wenn es geschafft ist. Weil ihr habt es gesehen vor einigen Minuten für euch, bei mir vor Wochen, wie emotional mich das Ganze gemacht hat, weil das halt so was Wichtiges ist. Und mich wirklich berührt, dass ich das machen kann. Aber es ist natürlich trotzdem so ein bisschen so, okay, du musst jetzt auf dich aufpassen, du musst dich gesund ernähren, du musst die Spritzen nehmen, du musst ganz viel trinken. Ich trinke hier wie ein Weltmeister. Und morgen ist dann die Entnahme. Ich hatte auch Kontakt mit der DKMS selber und bin richtig, richtig glücklich, dass ich sie oder sie mich so ein bisschen bei der Stammzellenspende begleiten können. Und das wollte ich auch noch mal kurz mit euch thematisieren, weil es so ein bisschen thematisch bei Instagram für mich gestern hochkam. Das ist natürlich keine Kooperation. Ich meine, die DKMS ist eine Institution, die Leben rettet. Und es war einfach Zufall, dass ich, der auf Social Media schon aktiv ist und eine kleine Plattform hat, in Frage kommt. Und ich weiß, wie viele aus meiner Community, auch durch die letzten Wochen habt ihr mir das gespiegelt, Interesse davon haben und sich wünschen, dass sie mit dem Thema so ein bisschen anders konfrontiert werden. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres und nichts Besseres, als von jemandem zu erfahren, der es selber durchgemacht hat oder selber gerade in dem Prozess ist und sagen kann, wie einfach das Ganze wirklich ist. Ich habe mir das so viel komplizierter vorgestellt und am Ende des Tages war es für mich einmal Blut abnehmen vorher, einmal hierher kommen zur Voruntersuchung, das hat ein bisschen länger gedauert, ein paar Spritzen geben und morgen Leben gerettet. Und im Vergleich zu allem anderen, was der Empfänger oder die Empfängerin durchmacht, ist das nichts. Und das ist mir ganz, ganz doll bewusst. Und ich finde das super, super schön, weil es mir auch persönlich diese Bestätigung gibt. Das habe ich euch schon erzählt. Ich habe immer etwas gesucht mit meinem Content, der einen Mehrwert hat. Und für viele hat Beauty-Content einen Mehrwert mit Sicherheit. Aber ich wollte eine Message geben und diese Message kann ich jetzt geben. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und ich weiß, dass ihr es auch seid. Ich wollte es einfach nur noch mal gesagt haben. Guten Morgen. Oh, es ist Viertel vor sechs, bin seit knapp 2 Stunden wach. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich bin sehr, sehr früh ins Bett gegangen. Das war wahrscheinlich das Problem. Ich war so müde gestern Abend und so angespannt. Und dann bin ich heute Nacht aufgewacht, so gegen 2:30 und dachte, du musst jetzt aufstehen. Du darfst nicht verschlafen. Jetzt bin ich wach. Und jetzt bereiten wir die letzte Spritze gemeinsam vor. Kaffee darf ich heute nicht trinken. Ich habe einen entkoffeinierten mir hier gemacht. Und war schon duschen, habe mich ein bisschen frisch gemacht und nehme jetzt die Spritze. Um 6:30 Uhr kann ich zum Frühstück gehen und um 6:45 fahre ich los. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Deswegen war ich lieber eine Dreiviertelstunde früher los, obwohl es nur 2 Kilometer sind. Aber wir bereiten jetzt die Spritze vor. Ich glaube, ich hatte euch das noch gar nicht gezeigt. Ihr seht keine Spritze in mir. Das schneide ich alles raus. Ich wollte es euch einfach nur zeigen. Ich sage es euch, ihr seht gleich eine Spritze. Ansonsten spult gerne ein Stück weiter. Das ist das Grammezid. Heute muss ich 2 34er nehmen, sonst waren es morgens bei mir immer 34 und 13, glaube ich. Jetzt muss ich 2 mal 34 nehmen. Kommt in so einem Sachet. Einmal desinfizieren. Dann haben wir 2 Kanülen, eine zum Aufziehen, eine zum Injizieren. Einmal die Flüssigkeit und das Pulver. Sieht einmal so aus. Das muss ich auflösen, das dauert einen Moment. Dafür nehme ich die Kappe ab.
So, jetzt seht ihr mich nicht mehr, aber das ist nicht so schlimm. So, hier ist das Pulver und die Flüssigkeit. Dafür nehme ich einfach die gelbe Kanüle. Du darfst es nicht schütteln, weil sonst schäumt das und wir wollen ja keine Luftblasen spritzen. Das bleibt jetzt drin. Dann ziehe ich das wieder mit der gelben Kanüle auf. Das ist ganz einfach. Drück die grobe Luft raus, dann kommt die braune Kanüle. Und das muss ich jetzt noch bei der zweiten auch machen. Ich melde mich gleich. Ich konnte während der Entnahme natürlich nicht viel filmen, weil dort natürlich auch andere Patienten waren. Ich habe sogar eine Zuschauerin, war an dem Tag auch da und hat Stammzellen gespendet. Das hat sie mir aber erst danach geschrieben. Und da stehen natürlich Informationen auf den Behältern. Ich wusste zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, wohin es geht. Und du wirst dann an die Maschine angeschlossen. Ich zeige euch hier kurz eine Aufnahme. Wenn ihr das nicht sehen könnt, spult einfach 10 Sekunden vor. Das war's. Und dann liegst du da. Du kriegst Snacks, du kriegst was zu trinken. Und du liegst einfach da und lauscht dieser Maschine, die ähnlich wie so eine Dialysemaschine aussieht. Ne? Sie holt das Blut aus dem einen Arm und gibt es dir auf der anderen Seite wieder und zwischendrin filtert es aber die Stammzellen raus. Und ich habe die ganze Zeit diesen Beutel angeschaut und habe gesehen, wie der sich immer weiter und weiter und weiter gefüllt hat. Und ich wusste, jetzt hast du es geschafft. Es ist zwar noch ein weiter Weg für die Patientin, aber jetzt ist gerade der Moment. Und ich war ganz bewusst in diesem Moment und habe, das klingt so doof, aber ich habe mit meinem Blut gesprochen und ich habe gesagt, hey, jetzt los und jetzt trink noch mal ein Stück, dann geht's vielleicht noch besser und ich war so motiviert, dass es klappt und es war gar nicht schlimm. Ich meine, die Schwestern dort bei der Entnahme, es war unglaublich. Du wurdest versorgt mit allem. Aber sitzt der Kopfhörer noch gut? Sollen wir das Kissen noch mal ein bisschen bewegen? Du kannst dich mit dem einen Arm natürlich nicht bewegen, mit dem anderen kannst du machen, was du willst. Ich mache Ihnen noch mal ein Stück Schokolade auf. Essen Sie noch mal was. Sie haben doch bestimmt noch nicht gut genug gefrühstückt und trinken Sie noch mal was. Und das war so familiär dort. Und du lagst dann mit den 4 anderen Patientinnen zusammen und ihr habt einfach alle gewartet, dass es vorbei war. Und bei mir ging es dann recht schnell. Ich hatte sehr, sehr viele Stammzellen produziert, mehr als eigentlich nötig waren. Es wird dann berechnet, nach 2-3 Stunden wird eine Probe entnommen, die wird dann eingeschickt. Und dann wird geschaut, wie viele Stammzellen haben sich überhaupt gebildet. Kann es sein, dass du vielleicht am nächsten Tag nochmal kommen musst, weil du nicht genug Zellen gebildet hast, die in die Blutlaufbahn gegeben werden. Und dann kam die Rückmeldung, so gegen 11, um 8 ging es los. Und dann hieß es, ja, alles wunderbar, sie haben einen super Wert, wir brauchen nur noch 45 Minuten und dann sind sie durch. Und ich so, okay, krass, das sind ja nicht mal 4 Stunden jetzt hier vorbei. Ja, wunderbar, sie haben viele Zellen produziert, klappt alles wunderbar und die Empfängerin oder der Empfänger braucht nicht so viel, das ist natürlich auch abhängig, ein kleines Baby braucht deutlich weniger als ein großer, schwerer Mann. Und ich wusste, die Person, als ich die Information bekommen habe, muss so ungefähr in meinem Alter, meiner Größe sein, weil es so ein grober Mittelwert war. Also es war nicht ganz wenig und es war auch nicht ganz viel. Es war irgendwie so, aber ich wusste auch noch nicht, wo es hingeht. Also diese 3 Stunden oder 4 Stunden, das verging wie im Flug, weil ich einfach so fasziniert war von dieser Technik, wie das funktioniert. Ich liebe Technik und ich liebe Medizin. Ich finde das ganz, ganz spannend und auch, ich wollte immer Arzt werden. Hat nicht geklappt. Und ich fand das super spannend, wie das alles funktioniert und das zu sehen, wie diese Stammzellen da in diesen Beutel wandern. Ich habe noch nie in meinem Leben Blut gespendet. Und dann war es fertig. Dann konntest du vorher schon sagen, was du essen möchtest. Und dann haben sie dir was zu essen gegeben und dann war es geschafft. Bin dann ins Hotel gefahren, habe mich ein Stündchen hingelegt, weil ich schon gemerkt habe, dass ich sehr müde bin. Es waren einfach anstrengende Tage vorher, die Fahrt dorthin und dort sein. Und ich schlafe natürlich auch im Hotel anders, als ich hier schlafe, zu Hause. Und dann war das vorbei. Ich war im Hotel, bin dann auch recht schnell wieder nach Hause gefahren. Ich hätte auch noch eine Nacht bleiben können, aber ich war so selig. Ich war so selig, dass es geschafft war. Und ich saß dann im Hotelzimmer und dachte mir, aber was hast du dich eigentlich verrückt gemacht, wie es wird? Und das war, für mich war es so, so einfach. Und vor allen Dingen zu wissen, wie einfach es für mich war und wie groß der
Output daraus ist für die andere Person, hat das Ganze noch viel, viel kleiner am Aufwand für mich gemacht. Klar, ich musste zum Arzt fahren. Klar, ich war 3 Tage unterwegs und hab viele Untersuchungen gemacht. Aber es war alles nichts. Es war alles kein Aufwand in dem Fall, ne? Also nichts. Es war für mich kein Aufwand. Und jetzt sind knapp 4 Wochen vergangen. Ich weiß jetzt auch, wo es hingegangen ist. Ich weiß nicht, ob ich es hier sagen darf, aber es ist eine Person ungefähr in meinem Alter, auch in Europa. Und ich denke jeden Tag an die Person. Die Welt ist klein und vielleicht wird die Person nie dieses Video sehen. Vielleicht möchte sie nie wissen, wer ihr Spender ist. Das ist für mich völlig in Ordnung. Und ich habe es in keiner Sekunde gemacht, damit jemand... Ich möchte nicht, dass die Person denkt, dass sie mir etwas schuldig ist. Niemals. Und deswegen bin ich einfach froh und ich hoffe und bete, dass es der Person gut geht und dass sie das gut übersteht und dass es ihr ganz bald wieder ganz, ganz toll geht. Und das ist das Wichtigste für mich. Ich weiß einfach, ich hoffe, dass es für sie oder ihn jetzt nur noch bergauf geht. Für mich war es kein Aufwand, aber für die Person ist es einfach ein neuer Lebensabschnitt und ich hoffe, dass es besser wird. Und ich weiß, dass es besser wird, weil wir sind ja jetzt irgendwie verwandt. Und ich wünsche mir, dass das Thema einfach noch präsenter wird, weil ich glaube, ihr merkt, wie wichtig es mir ist, dass wir darüber reden, weil ich einfach nicht nur jemand anderem helfen konnte, sondern es hat auch ehrlich gesagt mir geholfen. Ich habe auf mich geachtet, ich wusste, was das erste Mal so ein... Ich habe das erste Mal was Gutes getan. Und das war... sehr, sehr schön zu wissen und wird mich, glaube ich, immer begleiten. Und dafür, ich möchte eigentlich nur Danke sagen, dass ich diese Erfahrung machen konnte und dabei was Gutes tun konnte. Und mein Wunsch ist es, dass ich euch diese Angst nehmen konnte. Und ich hoffe, dass niemals jemand von euch kontaktiert werden muss, weil ihr dann wissen könnt, dass es niemand braucht. Aber wenn ihr euch registriert, gibt es die Möglichkeit, dass ihr jemanden retten könnt. Und das ist etwas, was man im Alltag sonst nicht hat. Und ich hoffe, dass niemals jemand darauf angewiesen sein wird, dass man ihm helfen muss. Weil ich wünsche, dass die ganze Welt gesund ist und dass es allen Menschen gut geht und dass niemand krank wird auf der Welt. Aber es ist halt nicht so. Und ich hoffe, das ist so ein bisschen die Botschaft dieses Videos, nicht nur wie so ein kleiner Vlog, sondern einfach auch so ein bisschen Angst nehmen. Es gibt nichts, wovor man Angst haben muss. Es gibt nichts Rationales, was einen daran hindern sollte, sich anzumelden. Und die Chance, kontaktiert zu werden, ist super gering. Aber wenn es passt, ist es was Tolles. Und ich hoffe, dass ich das mitgeben konnte. Die DKMS hat mir einen Link zur Verfügung gestellt, bei dem ihr euch dieses Testkit nach Hause bestellen könnt. Es kostet nichts. Ihr habt in keiner Situation hat es mich etwas gekostet, außer Zeit und Liebe. Und in 10 Jahren kriege ich vielleicht eine Auswertung und weiß, dass jemand aus der Community, 100 Leute aus der Community, ein Leben retten konnte. Und das würde ich mir wünschen, dass ihr euch einfach registrieren lasst und so einfach die Möglichkeit habt, etwas Gutes zu tun. Und ich hoffe, ihr seht mir die Emotionen nach oder könnt so ein bisschen verstehen, warum es die letzten Monate hier einfach ruhiger geworden ist. Und ich bin in den letzten 3 Monaten sehr, sehr erwachsen geworden.
Es hat sich so viel für mich verändert. Ich habe so viel in Frage gestellt, weil ich einfach das erste Mal mit etwas Wichtigem konfrontiert war und ich das machen konnte. Und ich wünsche mir, dass wir einfach gemeinsam als Community etwas Gutes tun können. Erzählt es euren Freunden, erzählt es eurer Familie. Sorgt dafür, dass jeder Mensch in Deutschland registriert ist. Und ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald hier wieder.